Aber es gibt da tatsächlich etwas, das könnte ziemlich gefährlich werden. Schauen Sie mal, es gibt da eine EU-Richtlinie zur Leiharbeit. Zeig's mal. Sehr unangenehm. Oh, nach der müssen Leiharbeiter und Festangestellte im Grundsatz gleich behandelt und gleich bezahlt werden. Ja, und wenn jetzt mehrere Leiharbeiter, nicht wahr, aufgrund dieser Richtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof klagen würden. Dann? Gott sei Dank konnten wir bis jetzt noch jeden Leiharbeiter von einer Klage vor dem EuGH abhalten. Ja, mit Argumenten. Ja, und mit Zahlen. Ja, mit welchen Zahlen? Na, den Zahlen auf diesen Geldschein. Okay. Nur mal angenommen. Einige Leiharbeiter würden ihr Schweigegeld nicht annehmen, sondern sich stattdessen, sagen wir mal so, melden bei einem, sagen wir mal, bekannten Arbeitsrechtsprofessor, sagen wir mal, Professor Wolfgang Däubler. Däubler? Däubler. So. Und die melden sich bei dem, der organisiert dann eine Klage vor dem EuGH, dem Europäischen Gerichtshof. Dann könnte man doch dieses Konstrukt des Lohndumpings ein für alle Mal einen Riegel vorschieben. Um Himmels Willen! Nicht auszudenken, nicht wahr? Aber Gott sei Dank kennt ja niemand die E-Mail-Adresse dieses Professors. Ja. Ja, 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 das ist. In der Tat, Herr Kretschke. Gott sei Dank kennt ja niemand diese E-Mail-Adresse. Sonst würden sich ja viele Leiharbeiter unter dieser Adresse melden. Grundgütiger. Ich möchte mir das gar nicht ausmachen.